Wahrscheinlich die Partie der schönen Helena, denn Frauen galten zu dieser Zeit auf der Bühne als unmoralisch. Kurze Zeit darauf wurde Solisi zum geheimen Kammerherrn des Kurfürsten ernannt. Als er in der Nähe von Dresden Landgüter kaufte, lernte er ein 16-jähriges Mädchen kennen. Der 34-jährige Kastrat verliebte sich, wurde wieder geliebt. Die beiden wollten heiraten. Solisi war reich, er war schön, also eigentlich eine gute Partie. Aber die Eltern des Mädchens waren trotzdem entsetzt. Auf der Bühne wurden die Kastraten gefeiert. In den Salons des Adels waren sie als prominente Gäste beliebt. Aber als Menschen wurden sie verachtet und diskriminiert. Heiraten war Kastraten verboten. Schließlich konnten sie keine Kinder zeugen. Und dieses Verbot galt nicht nur in den katholischen Ländern. Kastraten durften sich von Frauen umschmeicheln lassen. Sie durften auch den Liebhaber spielen. Und manche Dame gab ganz offen zu, dass sie Kastraten als Liebhaber vorziehe. Schließlich blieb die Liebe folgenlos. Der Geliebte einer verheirateten Frau sein ist erlaubt. Unverheiratet mit einer Frau in derselben Wohnung leben ist strafbar. Die moralische Heuchelei des galanten Zeitalters. Ein großer Skandal des 17. Jahrhunderts nahm in dieser Kirche seinen Anfang. Im Januar 1667 traute der Pfarrer von Sadesdorf den Kastraten Sorlisi und die Jungfrau Katharina, geborene Lichtwehr. Doch mit der Hochzeit fing der Leidensweg des Paares eigentlich erst richtig an. Weil die Juristen und Theologen den Fall bis in alle Einzelheiten erörtert haben, erfahren wir hier Details aus dem Sexualleben der Kastraten, über die andere Autoren schamhaft hinweghuschen. Selbst Casanova, der sonst keine pikante Schilderung auslässt, hält sich bei diesem Thema zurück. In einem kirchenrechtlichen Gutachten wird festgehalten, dass der Kastrat zum Geschlechtsakt nicht gänzlich untüchtig, sondern dass er annoch Erektion im Penis empfinge, auch einem Weibesbilde Satisfaktion tun und ihre Brunst stillen könne. Die theologischen Fakultäten mehrerer Universitäten beschäftigen sich gefragt und ungefragt mit dem Problem, ob eine Kastratenehe erlaubt sei. Nicht weniger als 18 Gutachten auf 190 Seiten enthält ein Buch, das 1685 unter dem Titel Eunuchi Conjugium, die Kapaunenheirat, veröffentlicht wurde. Solisi hätte alle Drohungen der Kirche einfach ignorieren können, aber die öffentliche Diskussion hat ihn und seine junge Frau schwer getroffen. Das Kirchengericht stellt ihm einen Dispens, eine Ausnahmegenehmigung in Aussicht, wenn Solisi im benachbarten Jonsbach eine Kirche baut. Das alles hilft nichts. Die Eheleute werden trotzdem von den Sakramenten ausgeschlossen. Sie müssen geloben, wie Bruder und Schwester zu leben. Bevor die kirchlichen Moralisten die endgültige Trennung des Paares durchsetzen konnten, starb Solisi. Es sagt sich so leicht, an gebrochenem Herzen. Er war erst 40 Jahre alt, kein Alter für einen Kastraten. Wenn wir bedenken, wie beschwerlich das Reisen im 18. Jahrhundert war, ist die Allgegenwärtigkeit der berühmten Kastraten in den Musikzentren
und an den Fürstenhöfen Europas kaum zu glauben. Gaetano Guadagni wurde als Glucks Orpheus weltberühmt. Er hat in London gesungen und in Lissabon. Dort stand er mit Caffarelli auf der Bühne. In Madrid besuchte er Farinelli. In Paris war er der Nachfolger Casanovas als Liebhaber einer hübschen Sängerin. Und in Berlin schenkte ihm Friedrich der Große die schönste Schnupftabakdose aus seiner kostbaren Sammlung. Nach seinem Abschied von der Bühne hat Guadagni in Padua ein Haus gebaut, oder eher einen Palast, in dem es ein reizendes Theater für Puppen gab. Das Puppentheater war Guadagnis Steckenpferd, und da er keinen Eintritt nahm, hatte er immer ein volles Haus. Überhaupt ging er mit seinem Reichtum sehr freigebig um. Öffentlich trat er nur noch in der benachbarten Kirche des heiligen Antonius von Padua auf. Der Chor der berühmten Wallfahrtskirche galt als einer der besten in Italien. Guadagni, Starsänger auch im Chor, sang nur viermal im Jahr zu den hohen Kirchenfesten. No!
Kastraten, die in der Oper kein Engagement fanden, hatten noch eine Zuflucht. Sie konnten nämlich in einem Kirchenchor eingestellt werden. In der Mitte des 18. Jahrhunderts sollen allein in Rom 200 Kastraten in den größeren Kirchen als Sänger engagiert gewesen sein. Die Kirche hat zwar die Operation verboten, aber nicht den engelgleichen Stimmen zuzuhören. Ja, sie brauchte die Stimmen der Kastraten für ihre Kirchenmusik. Denn Frauen hatten, wie der Apostel Paulus es forderte, in der Kirche zu schweigen. Also durften sie auch nicht singen. Im päpstlichen Chor der Kapella Sistina gab es noch am Anfang unseres Jahrhunderts 16 Kastraten. Erst Papst Pius X. schaffte im Jahre 1903 die Kastraten der päpstlichen Kapelle ab. Vom letzten Leiter des Chors, der Kastrat war Alessandro Moreschi, gibt es sogar Schallplattenaufnahmen. Dieses Lied von Tosti wurde im Jahre 1902 aufgenommen. Die Schallplatte vermittelt einen guten Eindruck vom Klang der Stimme eines Kastraten. Das Lied von Tosti, das wir hören, entspricht aber ganz dem Geschmack des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Was wir nicht hören, ist die Stimmakrobatik, die Triller, die mühelos gesungenen Koloraturen, die das Publikum des 18. Jahrhunderts in Ekstase versetzten und rufen ließ: E viva il coltello! Es lebe das Messerchen! Im Frühjahr 1770 reist der 14-jährige Mozart mit seinem Vater durch Italien. In Bologna besuchen sie den alten Farinelli, in Florenz Guadagni. In Neapel stehen die Mozarts wenig später vor diesem Haus. Über dem Eingang ließ der Junge eine Inschrift.